Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe jetzt glaube ich den 18. Part. 18 ist doch eine schöne Zahl, muss nicht 20 sein, um es jetzt umzuwandeln in eine Let's Play. Weil, ja, wir haben schon so viel gezeigt und wir müssen ja nicht mehr schauen. Also sozusagen das ganze Game kann eigentlich gezeigt werden. Und ja, ich kann nebenbei ja gut irgendwie etwas erzählen und so weiter. Und dann wird mir auch mal ein bisschen livestreamen. Im Livestream werde ich einfach das machen, was jetzt gerade sehr langweilig ist. Ihr dürft gerne auch ein bisschen sagen, was euch langweilig empfindet. Wenn ihr jetzt hier einfach leveln langweilig findet, da dürft ihr sagen. Ist klar, ist ja nicht das Spannendste. Aber eben, ein Let's Play ist ja auch nicht dazu da, um alles zu zeigen. Ein Let's Play ist, um ein Game ja so komplett wie möglich zu zeigen, aber das heißt nicht, dass man ja immer das Gleiche zeigen muss. Also immer nur hier leveln. Genau, an den Aquantis. Das ist nach einigen Stunden ist das langweilig. Und für viele ist es halt, besonders auf YouTube, ist es für viele extrem langweilig. Und sie haben ja nichts dafür. Ja. Also. Wir machen jetzt kurz hier das Level und dann gehen wir kurz killen. Suchen vielleicht ein paar Magnaniten. Und ich schaue, dass ich heute livestreamen kann. Habe aber auch gerade Probleme mit den zwei Kätzchen wieder. Die wollen jetzt unbedingt raus aus ihrem Dachbodengefängnis und wollen durch die ganze Wohnung wandern und alles erkunden. Also hat die das getigerte Kätzchen, die Kira, einen Weg gefunden, jetzt immer runterzukommen und unsere ältere Katze Luna alles, das ganze Haus voll schreien lassen, zulassen. Also die haben so, wir haben noch eine Katze hier im Haus. Oh, noch eine. Nein, wir haben zwei Katzen in diesem Haus. Schlimm. Aber Kätzchen sind dafür das Tollste, was man haben kann. Was die mit einem machen und dass ich sterbe, habe ich jetzt gesehen. Der beste Regnum-Let's-Player. Ich bin der Beste. Alva, der Beste. So haben wir wieder ein bisschen Zeit geschindet. Juhu. Passiert aber nichts. Toll. Man muss natürlich hier bleiben, aufwachen. Ja. Also, danke Kätzchen. Jetzt habt ihr wieder mich abgelenkt. Wieso ist das so schnell gegangen? Ich habe gar nicht gedacht, dass wir so schnell tot sind. Ja, ja. Ist egal. Also, gehen wir wieder zurück. Und machen dort weiter. So. Also, beim Let's Play suche ich noch einen Moderator, so der einfach die Werbekommentare und die Spams schnell rausfiltert. Ich denke, es wird wahrscheinlich sowieso gefiltert. Also alles mal testen. Ihr dürft gerne mitschauen, natürlich, kein Problem. Aber sorgt nicht, dass ihr einen tollen Livestream sehen werdet, weil ich werde wahrscheinlich noch nicht viel machen. Ich werde vielleicht ein bisschen leveln oder so und zwischendurch eben auf Non-Screen, also auf ja nur Livestream, aber nicht kein Bild oder so. Und damit ich einfach ein paar Sachen schauen kann, wie flüssig es ist und so weiter.
Und danach werde ich dann tollere Sachen machen. Auf jeden Fall auf Wunsch euresgleichen. Ja, und dann auch Spiele, die ich nicht Let's Playe. Also, eventuell werde ich Dungeon Siege 1 mal livestreamen. Auf eine besondere Art und Weise und vor allem spannend. Dungeon Siege 1 war ein Spiel, das halt ein bisschen sich gezogen hat, ein bisschen nicht so herausfordernd war. Und ich möchte es gerne auf eine bestimmte Art und Weise livestreamen, Let's Play. Ich kannte einen, der hieß, wie hieß der schon wieder? Das war schon länger her. Das war Waldis, ja, Waldis 348 war es. Der hat Dungeon Siege 1, Dungeon Siege 2. Ich glaube, der dritte Teil auch Let's Play, aber das habe ich nicht geschaut, weil ich es nicht so gut finde. Und bei ihm hat es richtig erfreute Fans gehabt. Also wird es wahrscheinlich hoffentlich bei mir auch ein bisschen ankommen, wenn denn die Fans da sind. Also die Fans sind wunderbar jetzt schon bei mir. Also ich kann nichts beklagen, kein Problem. Aber das ist natürlich vom Aufwand, was ich so betreibe, noch nicht genug. Klar, ich bin auch wieder ein bisschen süchtig, ein bisschen ja, erfolgsorientiert. Aber das ist, glaube ich, jeder YouTube, weil YouTube einfach schwer ist zum Kontrollieren, zum einen Kanal auf YouTube zu kontrollieren. Das ist eine Menge harte Arbeit und viele tausend Videos, bis man endlich berühmt ist. Ja, dann kommen halt immer wieder neue unbekannte Kanäle und müssen Werbung auf meinem Kanal machen, aber die erreichen nichts, weil sie die Kommentare nicht auf meinen Kanal in meinen Videos setzen können, weil sie gleich gespamfiltert werden. Und sonst eigentlich halt nicht viele Kommentare. Es ist klar, bei einem tollen Super-Mega-YouTuber ist es natürlich viel leichter, einen Kommentar zu schreiben. Aber vor allem die unerfahrenen oder die unbekannten YouTuber brauchen eure Hilfe. Und ich könnte auch eure Hilfe gebrauchen. Das ist klar. Weil ihr habt sicher auch einen anderen Geschmack. Ich bin eher so ein Oldschool orientierter Let's Player, der auch neue Sachen natürlich haben will, aber und einfach alles mit Arbeit verbunden ist, was ich nicht ich kann nicht nebenbei noch voll Sport machen, also wirklich den ganzen Tag Sport machen, dann es auszuhalten, fast nicht zu schlafen, dann die ganze Zeit aufnehmen, die ganze Zeit hochladen, immer wieder bereit sein, immer wieder weggestellt, damit ich nicht vergesse, das Video freizuschalten und so weiter. Das ist eine Menge harte Arbeit, das kann ich euch sagen. Da ist Regnum wirklich leicht dafür. Auch wenn Regnum halt auch hart ist, weil es sehr unfair ist gegenüber hochleveligen Charakteren und so. So, habe ich den nicht gesehen, das ist der Ezio Auditore. Ja, der nennt sich Auditore. Der Audi. Von Assassin's Creed 2. Hier der Lord Steff. Das heißt wahrscheinlich Stefan. Und haben wir mit ihm schon ein paar Mal geredet, aber natürlich kenne ich ihn noch nicht so gut. Und merken von Namen bin ich leider nicht so gut. Es liegt einfach an meiner Konzentration. Man ist ein Kampfsportler,
der Fußball betreibt, hat viel Qi im Körper, braucht die Konzentration fürs Qi und muss nebenbei Let's Playen und da alles merken und boah, ist eine harte Arbeit. Ich bin nämlich schon seit 3 Jahren Kampfsport-Fan. Ich habe mit 3 Jahren Bruce Lee, der Mann mit der Todeskralle, geschaut, der ab 18 ist, glaube ich. Auf jeden Fall sehr, sehr brutal ist. Und ja. Seitdem süchtig danach. nach Kampfsportfilmen. Jeder Art. Und ja, eben nebenbei eben selber praktizieren. Und mein Onkel war Judo-Trainer, der hat mir nicht nur Judo gelernt, der hat mir vor allem auch Thai-Boxen gelernt und Sumo-Ringen. Leider war er schon in meiner Jugend nicht mehr so gut auf meinen Vater zu sprechen, habe ich Kontakt verloren. Es hatte einfach ein Haus im Garten, aber eine Villa schon fast. Ja, es ist eine Villa. Und ist halt total getrennt von uns. Kein Bezug mehr zur Familie. Auch seitdem meine Großmutter gestorben ist, hat er nichts mehr sich gemeldet, eigentlich von sich aus. Außer nur mit negativen Zeilen. So, komm jetzt, fertig laden. Habe ich wieder etwas Schönes zu erzählen von meiner Familie? Ich war vor 2 Jahren, war ich noch ganz verschlossen, weil ich YouTube einfach nie traute. Wollte ich eigentlich noch nie etwas preisgeben. Heutzutage ist es mir eigentlich sogar schon wichtig, dass ihr wisst, wie ich mich fühle und so. Ich bin auch erwachsener geworden, viel erwachsen. Also, ich war schon mein ganzes Leben erwachsen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt mit 29 schon so viel erwachsener werden könnte. Also ich habe alles abgelegt von meiner Kindheit, schon mit jungen, ja, schon fast Kleinkind, also ich konnte nie irgendwie draußen auf den Straßen herumgiggeln und irgendwas nicht ernst nehmen, also ich war eben sehr konzentriert auf meinen Erfolg, war sie nicht gut, ja, wegen meiner Krankheiten und so weiter. Aber ja, was nicht ist, wird mal. Man kann alles erreichen, auch wenn man schwerst krank ist. Wenn viel von einem im Körper fehlt, kann trotzdem alles noch, ja, irgendwann mal wird es wahrscheinlich so sein, dass alle Krankheiten dann geheilt sind. Aber das könnte noch ein paar hundert Jahre gehen. So, jetzt haben wir das Level. Endlich. Ich bin erlöst. Gut, fertig gekämpft. Ja, noch ein bisschen. Was hast du? Die Bogus, wenn die mal was können. Main am Aufnehmen. Eventuell. So. Der fragt sich schon. Ja, die Leute haben es langsam herausgefunden im Clan. Vor allem einer, der nicht im Clan ist, sondern... Hallo Pseudonym. Du bist in Basel. Ein Baby. Ein Basler. Ein Basler. Da bin ich nicht mal so ein Basler wie du. Ich hoffe, dass du wirklich ein ganz, 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 ganz Basler bist. Ist schön, dass wir regional verbunden sind hier in der Region. Also, dass es auch regionale Leute gibt hier in Regnum.
Ist es schön, oder? Ist doch so schön. Ja, der Bonus geht irgendwie nicht aus. Ich wollte Abwechslung in den Part bringen, aber man kann es nicht. Rechnung zwingt einen dazu, keine Abwechslung zu haben. So. Oh. Okay. Ja, dann mache ich weiter. Nein. Da. So. Also in Rechnung braucht man beinharte Geduld, beinharte Ausdauer und keine Langeweile. Und man darf die Langeweile nicht rauslassen. Die muss wirklich beinhart drin sein im Chi. Ich finde es immer so lustig, wie sich die Leute fragen, was die Chi ist. Die Chi ist das, was euch bewegt. Einfach habt ihr sie nicht unter Kontrolle. Das ist die Kraft, die Muskeln bewegt. Die Stärke. Eigentlich das, was in den Kartoffeln drin ist. Die Maisstärke. Oder im Mais eben. Nein, die Chi ist einfach das, was euch antreibt. Nicht die Kraft. Also nicht die Stärke. Nicht die Geschicklichkeit, nicht die Intelligenz. Partystift. So. Also mit 42 könnte man schon ein bisschen besser in der Warzone killen. Ein bisschen mehr als 41. Aber das machen wir dann wieder im nächsten Part. Jetzt möchte ich vor allem mich wieder skinnen, eventuell halt wieder umskinnen. Was du stirbst. Die Armen. Ihnen ist jetzt peinlich. Bin auch gestorben. Ah, du stirbst sehr oft. Jawohl. Ich kann jetzt nicht kommen. Ich gehe jetzt zuerst. Nein, ich gehe nach Birka. Ich gehe doch nach Birka. Ich wollte eigentlich hier nach Gokstadt, weil es näher ist. Aber wenn wir jetzt gerade auf dem Weg dorthin gehen, machen wir diesen Part noch ein bisschen mehr. Was? Also. Nehmen wir etwas anderes. So. Und ich sterbe fast zu wenig, weil ich sehr vorsichtig spiele, aber dafür immer kille. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich mache den letzten Hit. Ich bin voll der Killstealer. Und bekomme trotzdem keine Erfahrung, weil ich nicht mehr als 200 Schaden mache. Ja, ja. Oder 150 Schaden. Ich weiß jetzt nicht, wo der Breakpoint ist. Aber vor allem... Ja, es ist eigentlich immer mein Pfeil, der dann den Gegner zur Animation des Todes führen lässt. Eventuell ist es halt zu spät oder ja, es wird noch berechnet vom vorherigen Schlag. Aber es ist immer so ein gutes Gefühl. Man ist so der Schwächste auf dem Schlachtfeld. Man stirbt jede Sekunde und doch überlebt man und bekommt die Kills noch. Man fühlt sich so richtig als Held. Als unnützester Held ever.
Ja gut, aber ich bekomme ja auch die Levels recht schnell. Und wir sind ja dann bald der Oberpro, mega cooler Supergamer. Und ihr dürft live, nein nicht live, aber ja schon manchmal live zuschauen, wie ich andere Menschen töte, die qualvoll sich nerven, dass sie wieder dorthin laufen müssen oder Furcht haben, dass sie ja so schwach sich fühlen und die Gegner so stark sind und oh, diese extreme, ja, das, die Enttäuschung an sich selber, weil man dann immer wieder stirbt. Oh. Dann gibt es wieder Leute, die sind KI los. Ja, nicht. Ja, jeder Mensch ist eigentlich KI los, weil sie nicht künstlich Intelligenz sind. Aber, ja, einfach Intelligenz, IQ los, nicht IK. Und, ja, was rede ich da wieder? Also, das nächste ist... Das ist nicht weit. Reichweite 0, was heißt das? Ich kam nur vor mir. Also, nein. Der ausweichende, absolute Ausweichschuss. Ich könnte schon nehmen. Wichtig ist noch zum Beispiel. Soll ich eigentlich wieder aufladen, ein paar Pfeile wieder machen? Ach komm. Aber haben zu wenig. Ja, bringt nichts. Weil das ist schon zum Leveln gut. Aber wo ist jetzt diese Ausweichen ist ja. Hinterhalt könnte vielleicht etwas sein. Aber was ist Fokus? Sind es jetzt wirklich nur die Zauber, die... Also wirklich die Elementar. Zauberwiderstand ist vielleicht auch Gift. Macht mehr Schaden. Wow. Muss aber mit 40 Mana jetzt 20 Sekunden. Nein. Aber wie lange dauert's? Ah, ist aktivierbar. Ich bin zu langsam dann, ne? Dann bin ich immer zu langsam. Wo ist jetzt diese? Ah, dann habe ich geskillt, aber noch nicht weit, gell? Ist das Parabellschuss, genau. Wow. Ich kann nur 4. Ja, dann nehmen wir einen von dem, benutzen ihn einfach nie. So. Okay. So, was hat denn die für Problem? Oh, eine Quest. Wir haben eine neue Quest. Du da. Ja, du. Der Oberherr von Birke möchte mit dir sprechen. Ich würde mich beeilen. Er scheint, als hätte er heute sehr schlechte Laune. Ja, so kann ich ja nichts dafür. Okay, beeilen wir uns. Dieses Let's Play verzögert sich um mehrere Stunden. Also das Ende des Let's Plays. Parts. Und ja, auch das Let's Play. Ganzes. Da werde ich stundenlang noch hier herum mich langsam. Tja. Also auf jeden Fall werde ich jetzt mal Geld investieren, weil ich einfach muss. Ich werde gezwungen. Ihr werdet mir spenden dafür. Nein, kein Problem. Müsst nichts machen, außer meine Videos schauen. Das ist zwingend. Und auch liken und auch Kommentar schreiben. Das ist höchst zwingend.
Nein, ich bin wieder greedy. Ich will nicht greedy sein. Ihr seid verantwortlich, wie es mir geht. Ja. Also. Ah, da bist du. Was hast du so lange gebraucht? An den Fronten sehen die Dinge wirklich schlecht aus. Deshalb brauche ich jeden diensttüchtigen Mann. Okay. Es scheint, dass die Elfen sich auf einen Angriff vorbereiten. Unsere Truppen ist zu klein geworden. Unsere Truppen ist zu klein geworden, okay? Dass wir unsere Fronten noch verteidigen können. Ich habe nach Syrtis und Ignis Aufklärungstruppen geschickt, um herauszufinden, was sie gerade vorhaben und wo sie ihre Truppen sammeln. Wenn wir diese Informationen bekommen können, können wir versuchen, präventiven Streik starten, um an ihrem zentralen Ziel ihre Kriegsversuche zu schwächen. Ach, keinere von meinen Aufklärungstruppen kam bisher zurück, also stehen wir noch im Dunkeln. Also ich habe beschlossen, dich zu diesen Aufklärungsmissionen zu schicken. Nimm diese Bestellung und helfe dich mit einem von den Arbeitsnehmern. Der in Syrtis ist beim Flussufer der Orks im Moment. Er wird dir mehr von Anweisungen geben können. Geh nun und kehr nicht zurück, bevor du die Mission nicht erfolgreich abgeschlossen hast. Viel Glück. Okay, das wird ungefähr 500 Millionen Stunden gehen. Nein, wir machen es schon, wenn wir in der Nähe sind, aber nicht sofort. Und weitere Quests haben wir wahrscheinlich nicht, vor allem in Birkenicht, das sieht man so. Molensognier dann vielleicht mal noch. Also, wir haben zwei Party-Zeugs. What? Für was machst du hier ein Ding? Wo seid ihr? Hallo? Ich suche euch. Ah, da seid ihr. Hinter diesem Relikt. Eine Krone. Oh. Judele. Ja, leider ist der Part vorbei. Ich hoffe, ich habe ihn nicht zu lang und nicht zu kurz gemacht, aber. Ja. Ich wollte einfach rein. Und die Aufnahme starten, weil wegen dem Bonus, dass es nicht allzu lang geht, habe ich extra gemacht für euch. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also kommt einfach dann in einem halben Tag wieder auf meinen Kanal oder abonniert mich, dann seht ihr, wann mein Video kommt. Und ja, wir sehen uns eben, wenn ihr wollt. Also nicht unbedingt im nächsten Part, aber ich sag's halt einfach. Dankeschön und tschüss, euer Drago Basler. Bye.